Es gibt Aufnahme, Abgabe und Doppelstation, die beide Funktionen in einer Station verbinden. Bei der Aufnahmestation nimmt der Leo-Transporter beim Durchfahren der Station einen Behälter auf. Bei der Abgabestation gibt er beim Durchfahren der Station einen Behälter ab. Die Doppelstation bildet die Kombination aus beiden. Das bedeutet, zunächst wird er einen Behälter abgeben und bei der Durchfahrt der zweiten Stationshälfte einen Behälter aufnehmen. Die Übergabestationen des Leo Locative Systems benötigen einen Stromanschluss, jeweils eine haushaltsübliche Steckdose pro Übergabestation ist hierfür ausreichend. Sie können sowohl an die Aufnahmestation als auch an die Abgabestation Pufferbahnen anschließen. Wir bieten in dem Leo-Systembaukasten Pufferbahnen von 1,20 Meter Länge und 2,40 Meter Länge für Sie passend an. Das Leo-System kann auch mit einer Fördertechnik verbunden werden. Der genaue Anschluss und die Installation besprechen wir gerne konkret zu Ihrem Projekt im Detail. Ist eine Übergabestation belegt, sodass der Leo-Transporter einen Behälter nicht übergeben kann, wird er vor der Station warten, bis diese wieder frei ist. Sobald die Station frei ist, fährt der Transporter in die Station ein und übergibt den Behälter.